Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fleißiges Gapen mit fröhlichen Faultieren. Ich habe den Sound nebenbei. Ich habe eine tolle Flasche hier. Diese tolle Flasche wird heute so richtig schön durchgescaped werden. Damit diese Flasche nachher schön durchgescaped werden kann, haben wir uns auch ein paar Kleinigkeiten dafür überlegt. Die erste ist, sie soll nachher schön schräg stehen, ungefähr so, ne? Und dafür möchte ich, dass die Wand hier mit Moos bedeckt wird. Und damit das nachher schön wuchern kann und bemoosen kann, holen wir jetzt erstmal hier unseren Topf raus und haben hier wunderbares Aquarienzeug und mixen uns jetzt einen fröhlichen Mixmischmasch damit zusammen. So, reicht das für die Wand? Ich glaube nicht ganz. Noch ein bisschen mehr. So, damit ist die Wand in Ordnung. Nein, ist sie noch nicht. Dann brauchen wir dazu auch noch ein bisschen Sphagnummoos kommt damit rein für die Bindung nachher, dass es also ein bisschen fasert. Trockenes Sphagnummoos. So, ne? Boah. Und einen Krümel machen wir noch. So, dann sollte das passen. Dann fehlt dem Ganzen natürlich noch das Wichtigste, ein bisschen Wasser, dass das so richtig schön aufschwemmt und gematscht werden kann. Und wenn wir jetzt so weit sind, dass wir das alles so richtig schön matschepampig haben, gibt es jetzt volle Faultier-Power beim Durchmatschen. Das muss halt ein bisschen klein gemacht werden, dass sich das von der Struktur her auflöst, damit das so richtig schön wie für einen Wabikusa-Ball klebrige Pampe wird. Hier hin. So. Und alles schön da rein. Zack. Den Part hinter uns. Jetzt beginnt der Spaß. Jetzt tun wir halt so, als ob wir wüssten, was wir tun, und verteilen das Ganze einmal auf der Rückseite. So, ne? Zack, 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 ein bisschen runter. Hier, jetzt ist das aber einmal da schön dran. Durch das Sphagnummoos zieht das halt natürlich auch gut Feuchtigkeit an und durch. Dann passt das nämlich alles. Für diesen Teil zumindest. Damit das nicht nur das ist, haben wir hier wieder unsere beliebten schwarzen Lavabröckchen.
Da hat irgendjemand vergessen, sein Zeug herzuholen. Zack. Nochmal 5. Sauber gemacht. So. Jetzt müssen wir da ein kleines Steinchen erstmal reinkriegen. Ah. Was ist überhaupt durch diesen ganzen 5000 Kameras? Ich habe keine Ahnung. Ich habe extra 3 Perspektiven. Und ich glaube, bis auf die Kopfkamera wird sich keiner so richtig gebrauchen lassen. Aber hey, ich hab's versucht. So. Dann haben wir hier unten auch wieder unsere allseits beliebte, berühmte und berüchtigte Drainage-Schicht mit drauf. Und toppen das Ganze dann auch entsprechend wieder mit Säure. Ja, zack. Haben wir ja schon so lange nichts mehr von. Kommt drauf. Kommt drauf, wo immer es auch ist. Durchschütten. Falls es irgendjemand geben sollte, der sich fragt, warum, wieso, weshalb und genau sowas, das darf dann die liebe Tante Edith erklären, wie es dazu gekommen ist. Dann haben wir noch eine schöne Hintergrundgeschichte für die Zuleser. Das heißt, wir haben jetzt erstmal einen Grundteil fertig und ich werde jetzt das einmal irgendwie hinstellen, so tun als ob, ne? Zack, Video an. Wir haben jetzt unsere Basis hier fertig. Das heißt, wir möchten das Ganze jetzt auch noch in Grün gestalten, ne? Grün ist immer gut. Deswegen haben wir hier fürs Grüne eine Packung Grünes, bestehend aus Anubias, Amano Pearlgrass dazwischen, irgendeine Pflanze, die auch eine Rankpflanze, Tripathydrocotyl, Tripatita Mini und eine meiner fröhlichen Mooskulturen. Damit das Ganze jetzt so kulturell abläuft wie möglich, gibt es als erstes Logik. Wir müssen Moose verteilen. Moose kriegt man nämlich überall drauf. Und um die Moose kommt man im Zweifelsfall auch noch drumherum. Das heißt, wir machen als erstes die Moose. Und können wir dann später. Das Moos ist hauptsächlich jetzt für die Rückwand, würde ich sagen. Sage ich. Das Moos wird für die Rückwand sein. Muss ein bisschen aufeinander gefrickelt werden. Dass das halt nicht als ein so ein fetter Klumpen nur da reinkommt. Rein.
Facette. Fröhlich. Auf der Rückwand. Versuchen auseinander zu zuppeln. Werde ich nicht. Dann haben wir hier eine wunderschöne Anubie, die sich jetzt hier einmal reinbewegen darf. Erstmal durch, damit wir dann wissen, wie durch wir sind. Da rein. So, das muss. Die Hydrokultur geht davor. Wunderbar. Das Moos ist auf der Rückwand verteilt. Das sieht doch mal nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier noch ein bisschen von dem Pearlgrass, was sich dann hier vorne noch verteilen darf. So, das bleibt da schön an der Rückwand. Hier auch noch eins hin. So. Das muss hier einmal kurz auseinandergefriemelt werden. Damit wir wissen, wie es dann nachher wo drin ist. So. Hat noch ein bisschen Pearlgrass unten dran, das ist okay. Up. Du darfst hier hin. Loslassen darfst du vor allen Dingen. Das heißt, wir haben hier jetzt schöne kleine Pflänzchen, die vor sich hinwachsen, und damit die Pflänzchen sich nicht so alleine fühlen, gibt es jetzt noch eine kleine Wurzel für den Hintergrund. So. Und dann haben wir hier ein kleines, fröhliches Fläschchen, das fröhlich vor sich hinwachsen kann. Und damit das Fläschchen nachher auch schön steht, bekommt es hier so einen fröhlichen kleinen Ständer spendiert, auf dem es stehen kann. Ja, da haben wir ein kleines Terrarium gebastelt. Das wird jetzt noch. Wollen wir noch ein paar Steinchen reinschmeißen? Steinchen sind immer cool. Hier habe ich noch ein Steinchen. Was hast du da durch? Kannst du das? Hier noch einmal mit hinlegen. So. Dann haben wir da ein Steinchen. Hier vorne bauen wir auch noch ein Steinchen rein. Vielleicht nicht ganz so großes, aber ein cooles. Ich glaube, das wird dann cool aussehen, wenn das hier reinpasst. Passt das? Ja. Wunderbar. Dann haben wir zwei Steinchen drin, ein Holz, ganz viel Moos und sind durch für heute.